Herzlich willkommen zu meiner kleinen Videobotschaft. Herzliches Grüß Gott nach Lahm. Sie haben mich eingeladen, eine kleine Videobotschaft zu schicken. Ich habe das gemacht und jetzt habe ich mir gedacht, die war sehr kurz, die war kurz vorm Feierabend, deswegen jetzt nochmal ein bisschen ausführlicherer Hintergrund zu dem ganzen Thema Speicher in der Energiewende. Und für alle, die es eilig haben und nur wenig Zeit haben, hier eine kurze Zusammenfassung. In einer Minute. Mein Name ist Professor Dr. Michael Sterner. Ich arbeite an der UTH Regensburg, bin Autor vom Buch Energiespeicher, habe mir dazu auf 750 Seiten zusammen mit 16 Co-Autoren Gedanken gemacht und bin jetzt um eine Einschätzung gefragt worden zum Neubau vom Pumpspeicher Osser im Bayerischen Wald. Energiewirtschaftlich wissen wir, dass die Energiewende ein absolutes Muss ist, um die Folgen vom Klimawandel einzudämmen. Die Speicher brauchen wir als Ausgleich für die schwankende Erzeugung aus Wind und Sonne. Bei Wind- und Solarstrom werden die günstigsten Stromquellen werden. Da haben wir sehr viele unterschiedliche Ausgleichsoptionen. Wir können Netze bauen, wir können Kraftwerke flexibler betreiben, wir können den Verbrauch steuern, aber wir können auch speichern. Unter dem Speichern gibt es eine sehr große Anzahl von technologischen Optionen. Die Pumpspeicher, die Batteriespeicher, die Wärmespeicher, Power-to-Gas mit den Gasspeichern. Die Pumpspeichern sind auf der einen Seite, ihre Vorteile sind, dass sie sehr effizient arbeiten, dass es eine alte, etablierte Technologie ist, die sehr robust ist und über Jahrzehnte hält. Die Nachteile sind, dass es einen relativ hohen Flächenverbrauch hat, weil die Energiedichte so gering ist und halt der ökologische Eingriff je nach Projekt sehr unterschiedlich stark ausfällt. Auf der ökonomischen Seite von den Speichern sehen wir, dass die gerade einen sehr schlechten Stand haben, weil es der Strommarkt nicht hergibt. Selbst Pumpspeicher, die schon gebaut wurden, sind heute nicht wirtschaftlich größtenteils. Neue, die gebaut werden, werden auf den Regelleistungsmarkt ausgerichtet, wobei da halt auch die Konkurrenz sehr, sehr stark ist, insbesondere aus dem Bereich der Batteriespeicher, deren Preise massiv verfallen und deshalb eine harte Konkurrenz werden für Pumpspeicher. Im Bereich Langzeitspeicher haben wir eigentlich nur Power-to-Gas oder halt den Anschluss Norwegens und deren Wasserreserven. Die Klimaschutzwirkung von Speichern hängt massiv davon ab, welchen Strom ich nehme. Und früher wurden auch die Pumpspeicher dazu verwendet, dass man Kohle- und Atomkraftwerke optimiert. Und heute sollten Sie meines Erachtens dafür eingesetzt werden, dass sie im Takt von Wind und Sonne laufen. Wenn sie das nicht tun und nur am Energiemarkt optimiert werden, rein an der Börse, dann führen sie in unserem heutigen Energiemix dazu, dass mehr Kohlekraftwerke rankommen und weniger Gaskraft, also die Emissionen insgesamt steigen. Deshalb ist es so wichtig, dass man sie mit erneuerbaren Energien verknüpft. Das gilt übrigens auch für die Elektromobilität und Wärmepumpen. Energiewende lohnt sich über einen langen Zeitraum. Auch die Speicher lohnen sich. Das ist momentan halt ein Übergangsphänomen, aber langfristig lohnt sich auch Speicher. Und ganz wichtig ist, dass wir das entsprechend halt auch gesellschaftlich angehen, dieses Thema, und vor Ort die Menschen mitnehmen, weil sonst können wir auf Bundesebene beschließen, was wir wollen. Wenn es die Menschen vor Ort nicht mitmachen, hat die Energiewende keine Chance. So, jetzt ein bisschen ausführlicher. Ich habe schon erwähnt, ich komme auch aus dem Bayerischen Wald, bin in Passau geboren, werde mich jetzt ein bisschen auf gut Bayerisch zusammenreißen, sodass auch andere Menschen die Chance haben, mich zu verstehen. Aber meinen bayerischen Einschlag kann und will mich nicht unterdrücken. Ich könnte es, aber ich mache es nicht. Und ich bin im Bayerischen Wald aufgewachsen, habe da Ausbildung zum Elektriker gemacht und bin dann eingestiegen in die erneuerbaren Energien in Ostafrika. In Kenia habe da mit Solar und Solaranlagen und Batteriespeicher gearbeitet und dann sehr viel studiert, Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, erneuerbare Energien in Augsburg, Regensburg, Leipzig, Oldenburg, Valencia und letztendlich über Energiespeicher promoviert, nachdem ich über Solarenergie, Batteriespeicher, Biomasse, Windenergie gekommen bin. Bin seit 17 Jahren unterwegs im Bereich erneuerbare Energien und davon 3 Jahre hier in Regensburg an der Technischen Hochschule, in der ich in der Fakultät für Elektrotechnik in dem Bereich Energiewirtschaft und Energiespeicher arbeite. Und wie schon erwähnt, habe ich eben dazu auch ein schönes Buch verfasst mit vielen Kollegen. Und da machen wir gerade die 2. Auflage und die englische Übersetzung. Hier in Regensburg haben wir auch eine Forschungsstelle für Energie.
Netze und Energiespeicher zusammen mit mehreren Kollegen. Und da setzen wir uns sehr stark ein von der wissenschaftlichen Seite her für die Energiewende. Was habe ich für Themen für Sie mitgebracht? Genau, erstens mal die Vorstellung. Unsere Technische Hochschule gibt es seit 170 Jahren. Wir haben über 10.000 Studierenden. Die Zahl hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Wir haben sehr viele Mitarbeiter und sehr viele technische Fakultäten. Also wir sind im Raum Ostbayern, Oberpfalz mit die größte Hochschule im Bereich der technischen Ausrichtung. Im Raum Regensburg mit 200.000, 300.000 Einwohnern und einer sehr starken technikorientierten Wirtschaft ein sehr wichtiger Player im regionalen Umfeld. Das habe ich auch schon erzählt. Es hat immer geheißen, ja, das mit der Energiewende, das ist gut und schön, aber Wind und Sonne sind unstet und wir brauchen unbedingt Speicher und die gibt es nicht, die sind nicht bezahlbar, das ist alles Quatsch und die gibt es nicht. Und deswegen haben wir uns gedacht, eben, lasst uns darüber ein Buch schreiben, weil es gibt alle Speicher, die wir brauchen. Die technischen Lösungen sind da, es ist eigentlich nur noch eine Frage der Finanzierung und wie wir das auch gesellschaftlich umsetzen. Bisschen zum Hintergrund, Klimawandel und Energiewende. Wir schwitzen diese Tage wieder sehr kräftig. Das hat natürlich mit dem Wetter zu tun, aber auch einer langfristigen Veränderung unseres Klimas. Und das sollten wir nicht außer Acht lassen. Das hat betrifft nicht nur die Menschen in den Philippinen oder wo es dieses Jahr wieder eine Miserieaktion dazu gab oder um den Äquator herum, sondern auch uns. Und es wird uns langfristig verfolgen. Es ist ein Generationenthema. Unsere zukünftigen Generationen werden uns anschauen, warum dass wir in so kurzer Zeit die ganzen Reserven dieser Welt aufgebraucht haben und dabei unser Klima so dermaßen aus dem Gleichgewicht gebracht haben, dass das Leben nicht mehr angenehm ist. Und ja, jetzt gehen wir auf Paris zu. Ich hoffe, dass es gut ausgeht, aber wir hören schon wieder die ersten Wirtschaftsunternehmen, die sagen, nein, wir dürfen nicht mehr CO2 reduzieren, weil dann schaden wir der Wirtschaft. Da möchte ich ein für alle Mal sagen, die Wirtschaft ist und bleibt einfach eine hundertprozentige Tochterfirma der Umwelt. All unsere Wirtschaften kann nicht funktionieren, wenn wir nicht die Ressourcen hätten, die es da gibt in der Natur. Ja, und es gibt schon so hässliche Wörter wie Menschenressourcen, Human Resources. Also die Ökonomisierung unseres Lebens schreitet so weit voran, dass wir eigentlich auch viele ethische Werte über Bord werfen und gerade dabei sind. Und das ist für meines Erachtens eine persönliche Einschätzung jetzt außerhalb der Energiewirtschaft nicht gerade günstig für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Aber es gibt auch positive Signale. Die G7-Staaten haben beschlossen, dass wir bis 2050 aussteigen wollen aus Kohle, Öl und Gas. Das hat uns übrigens auch der Papst in der jüngsten Enzyklika nahegelegt. Es ist also bloß eine Frage der Zeit. Dekarbonisierung heißt raus aus den fossilen Energieträgern. Wir haben in den letzten Jahrhunderten was gemacht, was die Jahrtausende vor uns keine Generation gemacht hat. Nämlich wir haben eben diesen Energieträger Kohle, Öl und Gas massiv angewandt. Deshalb müssen wir heute nicht mehr auf die Felder hinaus und intensive Muskelarbeit leisten. Das machen für uns die Traktoren und Maschinen. Dem sei Dank auch. Das ist eine große wirtschaftliche Entwicklung, die dahinter steckt, aber es hat uns einen CO2-Berg aufgebaut, von dem wir wieder absteigen müssen. Egal, ob es jetzt den Klimawandel gäbe oder nicht, die Ressourcen sind schnell zu Ende. In einem Jahr verbrennen wir das, was in 3 Milliarden Jahren die Natur für uns gespeichert hat und das ist schlichtweg der Wahnsinn. Das heißt also, es geht hier nicht, ob das irgendwann mal passiert, dieser Ausstieg, sondern nur wann. Ja? Und die Kernkraft kann uns hier fast nicht weiterhelfen, sie ist global völlig am Abbauen, am Rücklaufen. Wir haben eine Stagnation und einen starken Rückgang in der Kernenergie. Es bleibt eigentlich nur der Ausweg auf Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Und damit einher natürlich auch der Ausstieg aus der Kohle und aus dem Erdöl und aus dem Erdgas. Und da haben wir uns jetzt eine Infrastruktur aufgebaut, global, die natürlich viel wert ist. Und diesen Strukturwandel jetzt durchzuziehen, ist natürlich sehr schmerzvoll, auch gerade für die Menschen in den Kohleregionen. Aber er ist zwangsläufig und von daher muss man ihn intelligent gestalten und langfristig gestalten, um hier auch vernünftige Lösungen zu finden. Das, was die Kanzlerin jüngst gemacht hat, auf Druck von den Lobbyorganisationen von Bergbau, Chemie und Energie, ist ja, die Subventionierung von 3.000 bis 5.000 Arbeitsplätzen für 2 Milliarden Euro auf Kosten der Stromkunden. Ich würde mir eine andere Politik wünschen, aber das ist nicht mein Entscheidungsbereich. Man kann es deutlich effizienter, kosteneffizienter und intelligenter lösen. Aber dieser Strukturwandel wird notwendig. Strukturwandel führt letztendlich auch zum Speicherbedarf, weil
All das, was wir jetzt hatten an gespeicherter fossiler Energie, ist irgendwann mal weg. Und wir haben das System so aufgebaut, dass es stabil läuft, weil wir diese gespeicherte fossile Energie haben. Ja. Wenn jetzt diese gespeicherte Energie in unseren Tanks der Autos weg ist, wenn sie weg ist, diese Kohle halten an unseren Kohlekraftwerken, wenn die gespeicherte Energie in unseren Öl- und Gastanks weg ist, wie wollen wir dann heizen? Also wir brauchen auch einen Wandel in den Speichern. Wann kommt dieser? Das ist sehr stark davon abhängig, wie viel Wind- und Solarenergie man einspeist in das deutsche Stromnetz und wie das Stromnetz insgesamt ist. Dann sind wir in Deutschland in dem europäischen Kontext sehr gut vernetzt. Ja. Und das geht deshalb so gut mit dem Anteil erneuerbarer Energien, den zu erhöhen, weil wir nach links und rechts noch relativ viel Platz haben. Östlich von uns ist Polen, da ist sehr viel Kohlekraft. Westlich von uns ist Frankreich, sehr viel Atomkraft. Aber nach Norden und Süden gibt es gute, also es gibt in alle Richtungen gute Anschlusskapazitäten. Und hier mal eine Simulation, dass Sie sehen, was passiert, wenn wir einen Anteil von 40% an erneuerbare Energien haben. Sie sehen hier den Wind, hier die Sonne und hier dann die Netzknoten, wie stark die dann ein- und ausspeisen. Und hier sehen wir hier, wie stark der Strombedarf schwankt, das ist die rote Kurve, und wie stark dann dieser Anteil des Strombedarfs durch erneuerbare Energien gefüllt wird. Das geht schon richtig hin und her. Also da wird es massive Schwankungen geben. Es gibt mal viel Wind, viel Sonne, mal kein Wind, keine Sonne. Und entsprechend notwendig wird dann auch der Ausgleich. Und ja, welche Ausgleichsmaßnahmen gibt es? Es ist klar, dass Wind- und Solarenergie die Energiewende nicht alleine schaffen. Ja? Weil sie sind einfach nicht 24 Stunden verfügbar. Und da gibt es einige Flexibilitäten, die wir nutzen können, um das auszugleichen. Das ist zunächst mal, dass wir die Kraftwerke flexibler machen. Blockheizkraftwerke können hier eine sehr effiziente Alternative sein, gerade weil auch die Wärme sehr gut genutzt wird. Und zweite Option ist natürlich, dass man die Verbraucher flexibilisiert. Sie wurden früher dazu erzogen, dass sie in der Nacht ihre Wäsche waschen, um die Auslastung der Atomkraftwerke zu erhöhen. Deswegen hat man auch Pumpspeicher gebaut. Jetzt müsste man eigentlich dazu erzogen werden, dass man die Waschmaschine und den Geschirrspüler mittags anmacht, weil hier gerade sehr viel Solarstrom in Bayern zur Mittagszeit da ist und der auch irgendwo verbraucht werden muss. Also da gibt es ein großes Potenzial. Dann gibt es natürlich die Stromnetze, die für den überregionalen Ausgleich sorgen und alles, was ich hier nicht verbrauchen kann, sondern woanders brauche, bringe ich über diesen räumlichen Ausgleich zustande. Die Netze werden auch gebaut, da bin ich mir sicher. Die werden bürgerfreundlich gestaltet, indem dass man halt bestehende Trassen nutzt, indem dass man Erd verkabelt. Entscheidend hier ist, wie auch bei den Speichern, die Bürgerbeteiligung. Dann haben wir natürlich auch noch die Speicher. Ja, und die Speicher gibt es im Bereich von Stunden und Tagen. Das sind die Kurzzeitspeicher, dazu zählen Batterien und Pumpspeicher. Und es gibt die Langzeitspeicher, das ist in Deutschland eigentlich nur das Gasnetz, wenn man über Wochen und Monate Energie speichern möchte. Und das Schöne dabei ist eine Entwicklung und Erfindung von mir und von Kollegen Michael Specht aus Stuttgart, was wir uns vor 6, 7 Jahren ausgedacht haben, dass man halt aus Wind und Sonne Gas herstellt und das in den Gasnetzen speichert und dann wieder flexibel verwendet in den Kraftwerken, die wir ohnehin flexibilisieren müssen. Also vorwiegend Gaskraftwerke und Blockheizkraftwerke. Gut, kommen wir ein bisschen zu Bayern. In Bayern haben wir nach einer Elektrifizierung über die Wasserkraft vor 100 Jahren dann sehr schnell auf die Kernenergie gesetzt, nach einem kurzen fossilen Intermezzo. Und da haben wir uns natürlich sehr stark abhängig gemacht. Es ist ein bisschen verlogen, wenn ich jetzt sage, ich nutze die Kernenergie, ich nehme aber den Atommüll nicht. Das ist aber auch wieder eine politische Frage, weil man sollte für das verantwortlich sein, was man nutzt. Und das Ja sollte ein Ja sein und das Nein ein Nein. Aber es ist meine persönliche Ansicht, wir haben auf alle Fälle das Problem, diese 40-50% Atomstrom zu ersetzen. Das ist eine Herkulesaufgabe. Und solange wir diese Lücke nicht geschlossen haben, gibt es auch keinen großen Speicherbedarf in Bayern. Ja, weil diese Lücke müssen wir erstmal schließen. Und es gibt verschiedene Optionen dazu, wenn ich jetzt mal diesen Atomstrom nehmen und ihn ersetzen möchte. Ich kann es über Biomasse machen und betrachte hier, wie viel Fläche brauche ich denn. Bei Biogas hole ich ungefähr 20 Megawattstunden vom Hektar. Das heißt, ich bräuchte ungefähr ein Drittel der bayerischen Landesfläche, um den Strom aus Biogas zu erzeugen, der jetzt aus Kernkraftwerken kommt. Warum ist das so viel? Weil einfach die Solarenergie gewandelt in Biomasse maximal 1% ist und deswegen ist der Prozess sehr ineffizient und braucht sehr viel Fläche. Mit der Photovoltaik ist es deutlich besser. Sie holen ungefähr 15% von der Solareinstrahlung
Von der Fläche können Sie in Strom wandeln und deshalb brauchen Sie gerade mal 2% der Landesfläche. Und ein Riesenvorteil dabei ist, eine Photovoltaikanlage bewegt sich nicht, sie strahlt auch nicht elektromagnetisch, nur der Wechselrichter, aber das ist minimal. Die Photovoltaikmodule haben Gleichstrom, die strahlen nicht, die Energie kommt in 2 bis 3 Jahren zurück, da gibt es noch viele alte Mythen, die nicht mehr stimmen. Ja. Weil es so günstig ist, hat man aufgrund des Lobbydrucks deswegen jetzt auch eine Solarsteuer eingeführt auf Bundesebene, damit es sich nicht mehr lohnt, dass sie selber ihren Strom zu Hause verbrauchen. Ja, es ist sozusagen, wie wenn sie sich die eigenen Tomaten anbauen und dann noch eine Umlage zahlen müssen für den Gemüsehändler, weil er weniger Umsatz macht. Aber das ist halt auch wieder Ergebnis von Interessensvertretung in Berlin. Schauen wir zum Wind. Der Wind braucht noch weniger Fläche. Ich habe hier konservativ gerechnet und gesagt, eine große Windkraftanlage, die braucht eigentlich nur eine kleine Fläche. Aber ich habe gesagt, sie braucht 10 Hektar. Ja? Und selbst wenn sie 10 Hektar brauchen würde, hätte sie einen Flächenverbrauch von 1%, um allen Strom aus bayerischen Atomkraftwerken zu setzen. Leider setzt die Landesregierung nicht auf die Windenergie. Wir waren hier in einer Anhörung auch, aber der Expertenrat wurde mit einem eindeutigen Votum mit 10-1 gegen die 10H-Regelung ignoriert von der Landesregierung und deswegen haben wir jetzt deutlich weniger Windenergieausbau in den nächsten Jahren zu erwarten. Was schade ist, weil halt dann die ganze Wertschöpfung und die Arbeitsplätze, die mit dieser Industrie verbunden sind und waren, ins außerbayerische Ausland gehen. Die gute Botschaft ist aber auch, dass wir genügend Strom hätten in Bayern, dass wir uns selbst energieautark versorgen würden. Ja? Sie merken, ich rede im Konjunktiv, hat damit zu tun, dass die bayerische Regierung halt auf 50% erneuerbare Energien von heute 40% starten will. Wir hätten aber ein Potenzial von nahezu 200%. Und das ist eine konservative Potenzialabschätzung. Also wenn wir wollten, könnten wir uns selber mit Wind- und Solarstrom und Biomasse und Wasserkraftstrom versorgen. Es ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit und damit halt auch der Politik, weil Energiewirtschaft immer sehr eng mit Energiepolitik zu tun hat. Ja. Kommen wir zu den Speichertechnologien. Was ist ein Energiespeicher? Der Energiespeicher nimmt Strom zu Zeiten, wenn er zu viel ist, speichert ihn und verschiebt ihn dann in eine andere Zeit. Er schafft also einen zeitlichen Ausgleich. Das ist anders wie beim Stromnetz. Und deswegen stehen Stromnetze und Stromspeicher eigentlich nicht in Konkurrenz. Ja. Fangen wir mit dem Pumpspeicher an, über den Sie sich viele Gedanken machen am OSSA. Die Pumpspeicher an sich sind eine sehr effiziente Technik. Es ist ausgereifte Technik, ist etabliert. Man hat Jahrhunderte fast Erfahrungen damit. Die leben auch sehr lange. Wenig Revisionsbedarf. Solide Bauweise, solide Technik, das sind die Vorteile. Die Nachteile ist aber halt, dass es sehr begrenzte Standorte gibt, dass die Akzeptanz noch nicht sonderlich hoch ist in der Gesellschaft und dass die Energiedichte so klein ist, dass man sehr viel Fläche braucht. Und die Wirtschaftlichkeit ist heute auch nicht sonderlich gut. Das Land Nordrhein-Westfalen finanziert die Vorentwicklung von Pumpspeicherprojekten, weil sie es heute einfach nicht aus der eigenen Kasse stemmen können. Hier ist ein Beispiel von den Schluchseewerken. Da hatte ich auch an Studien mitwirken können zum Neubauprojekt Attdorf. Da waren 4 Gemeinden betroffen. Es wäre der größte Pumpspeicher in Deutschland geworden. Er liegt momentan auf Eis, weil es einfach nicht wirtschaftlich ist oder die Wirtschaftlichkeit nicht darstellbar ist. Da komme ich aber später noch ein bisschen dazu. Was auch noch mit dazu spielt, ist, dass wir Batteriespeicher haben. Batteriespeicher an sich waren immer eher für Sonderanwendungen gedacht, Gabelstapler etc. Aber jetzt sind die Preise so massiv gefallen, dass es sich auch lohnt, so große Batteriekraftwerke zu bauen. Und die kann ich zur Stabilisierung des Stromnetzes einsetzen. Das war bisher primär eine Aufgabe von konventionellen Kraftwerken und Pumpspeichern. Deshalb ist es eine Konkurrenz, gerade in dem Bereich der Regelleistung, also einem der Strommärkte, die massiv ist. Und so schaut ein Speicher von innen aus. Der wurde jetzt von der Berliner Firma Unicos errichtet in Norddeutschland. Der ist voll im Geld, der rechnet sich richtig gut und 120 von diesen Turnhallen könnten dazu führen, in Kombination mit Wind- und Solarstrom, dass sich die Kohlekraft ersetzen kann und trotzdem noch das Stromnetz stabil fahren kann. Ja. Also das ist wirklich eine Technik, die stark am Kommen ist. Samsung gibt, weil die Batterien bei 17 Grad Celsius konstant in der klimatisierten Turnhalle betreiben, 20 Jahre Garantie. Damit ändern sich alle Wirtschaftlichkeitsberechnungen halt massiv.
Es gibt aber nicht nur diese zentralen Speicher, es gibt auch viele dezentrale. Und das ist auch die nächste Revolution, die leider wieder mal von den USA angestoßen wird. Wir haben zwar tolle Technik in Deutschland, aber es ist immer wieder, dass wir viel erfinden und erdenken, aber dann so verkeilt sind in der rechtlichen Gesetzgebung und dem Perfektionismus, dass es die Amerikaner oder die Asiaten einfach machen. Und so ist es jetzt wahrscheinlich auch wieder bei den Batteriespeichern. Tesla hat angekündigt, ganz billige Batterien zu liefern. Da muss man dazu sagen, dass die nur halb so lang halten wie die deutschen Hersteller, wie beispielsweise von der Sonnenbatterie oder im Bayerischen Wald von Deggendorf von Fenecon. Aber es gibt viele Personen, Privathaushalte, die sagen, ich möchte das kombinieren mit meinem Photovoltaik, mit meiner Photovoltaikanlage. Und das ist zwar nicht wirtschaftlich, aber genauso wenig ist es wirtschaftlich, ein Mercedes zu kaufen oder ein BMW oder ein Audi. Es wäre viel wirtschaftlicher, ein Fiat zu kaufen, um von A nach B zu kommen. Also es gibt andere Kriterien über die Wirtschaftlichkeit hinaus, um sich solche Sachen zu kaufen. Und da sehen wir halt eine massive Entwicklung. In den letzten 1,5 Jahren sind da über 10.000 Batteriespeicher dazugekommen. Das ist ein Trend, der sich wahrscheinlich verstetigen wird. Vor allem, wenn Sie daran denken, dass jetzt in 5 bis 10 Jahren die ersten Photovoltaikanlagen aus der EEG-Vergütung rausfallen und dann plötzlich sehr, sehr günstiger Solarstrom zu haben ist, von dem Sie von Ihrem Stromversorger wahrscheinlich sehr wenig bekommen. Und dann lohnt es sich, wenn Sie Strom für 30 Cent zu Hause einkaufen, die Kilowattstunde, und die Solaranlage abgeschrieben Ihnen den Solarstrom für 3 Cent schenkt, dann werden Sie sich einen Speicher zulegen. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass die halt im Netzverbund eingebunden werden, sodass sie dann auch gemeinsam gesteuert werden können. Wenn Sie das tun, dann können Sie eine gleiche Wirkung entfalten wie ein großer Pumpspeicher. Ja, und es gibt viele Stadtwerke und Firmen, die das mittlerweile erkennen. Beispielsweise die Nürnberger, die Energie, die verkauft solche dezentralen Speicher ihren Kunden, sagt, wir steuern den dann an und steuern den zur Stromnetzstabilisierung genauso wie ein Pumpspeicher. Lohnt sich. Oder hier das Beispiel der Strombank in Funktion wie mit einem Girokonto. Wenn Sie zu viel Solarstrom haben, dann nimmt der Kontostand zu. Wenn Sie zu wenig haben, dann nimmt der Kontostand ab. Und das Einzige, was Sie installieren müssen, ist so eine einfache Messbox. Ja? Also die Informationstechnik hat hier auch einen Siegeszug eingeläutet. Dann haben Sie nur so eine Strombank, die Sie betreiben können als Stadtwerk und ähnliche Funktionen halt wie Pumpspeicher liefern, leisten können. Ja, das ist ein neues Geschäftsmodell. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass sich Strom als Wärmespeicher, war früher eine Sünde, beziehungsweise man hat es sogar staatlich subventioniert, dass sie sich Nachtspeicheröfen gekauft haben, dass sie in der Nacht Atomstrom verbrauchen. Also Sie merken, man hat früher auch schon immer geguckt, dass es den Energieversorgern gut geht. Das sagt man, ist es heute nicht mehr, aber ja, das sind alte Verbünde, die nach wie vor sehr gut wirken. In jedem Fall ist es so, Strom in Wärme zu wandeln, wenn Sie erneuerbare Strom verwenden, ist es energetisch sogar sinnvoll und auch wirtschaftlich. Hier am Beispiel von Nürnberg an einem Gaskraftwerkstandort ein sehr großes Wärmenetz, was hier mit einem Wärmespeicher betrieben wird über den Sommer und dann halt überschüssigen schon Solarstrom speichert. Ja. Aus dieser Wärme kann ich zwar keinen Strom mehr machen, aber ich habe das Problem los, wenn ich zu viel Strom hätte. Ja. Wie ich vorher gerade erwähnt habe, ist es eher weniger der Fall. Gerade weil wir in Bayern jetzt eine Atomlücke zu füllen haben. Aber das ist auch wirtschaftlich, hat 17 Millionen gekostet, 6, 7 Millionen Zuschuss, denke ich, und das zahlt sich innerhalb von wenigen Jahren ab. Ja, wenn wir jetzt die Speicher vergleichen miteinander, dann können wir in das Jahr 2050 blicken und sehen, jetzt gibt es nur noch Wind und Sonne und ein bisschen Wasserkraft, ein bisschen Biomasse. Und was hier bleibt, in Rot sind die Defizite und in Blau sind die Überschüsse. Ja. Und in die Defizite hier im Dezember haben wir 2 Wochen, wo es kein Wind, keine Sonne gibt. Und diese Lücke muss ich überbrücken. Und da könnte ich jetzt mit Pumpspeichern anfangen. Die halten aber bloß 6, 7 Stunden. Das sind klassische Kurzzeitspeicher. Die sind sehr effizient, doppelt so effizient wie Power-to-Gas, aber sie haben halt eine sehr begrenzte Kapazität. Ähnlich ist es mit den Elektromobilen. Wenn Sie glauben, dass Sie das Speicherproblem mit Elektromobilen lösen, sind Sie auf dem Holzweg. Weil selbst wenn Sie alle Fahrzeuge in Deutschland elektrifizieren und an Stromnetz hängen würden, könnten Sie das Stromnetz für 6 Stunden stabilisieren. Dann war es das. Und derzeit, wenn Sie sich ein Auto kaufen vom BMW oder wen auch immer, gibt es nicht die Funktion, dass Sie Energie wieder zurückspeisen. Weil dann wird die Batterie schneller kaputt gehen.
Das Einzige, was es gibt, ist unser Weg nach Norwegen und Skandinavien. Da gibt es in der Tat noch Laufwasserkraft oder halt Speicherwasserkraft, wo jetzt nicht Wasser hochgepumpt wird, aber was einfach so riesige Reservoirs sind. Wenn Sie da schon mal waren, wissen Sie, wie groß die Fjorde sind. Und in Deutschland haben wir als einzige Speicherkapazität die Gasspeicher. Die sind immens groß. Also da können Sie über 3 Monate lang das Stromnetz stabilisieren, wenn Sie entsprechende Gaskraftwerke haben. Und das ist eine gewaltige Größenordnung. Deswegen werden wir auch über kurz oder lang so Gaskraftwerke wie in Irsching brauchen, auch wenn sie heute nicht im Geld stehen. Ja, und verglichen mit den Pumpspeichern haben wir bei den Gasspeichern die 3000-fache Kapazität an Energiespeicherung. Wie kommen wir jetzt in das Gasnetz? Und das war unsere Erfindung vor 6, 7 Jahren, dass wir gesagt haben, mit Biogas alleine werden wir nicht das Flächenpotenzial haben. Wind und Sonne könnte uns den gleichen Dienst erweisen, indem dass wir Wind und Sonne in Wasserstoff umwandeln, über die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Der Wasserstoff ist aber sehr schwierig zu speichern und auch schwierig zu nutzen. Ein Wasserstoffmobil von Toyota kostet 70.000 Euro. Es gibt genau 15 Tankstellen in Deutschland. Ein Gasauto kostet 10.000 Euro. Es gibt 900 Tankstellen. Und Gas als Kraftstoff ist nur halb so teuer wie Benzin und Diesel. Also haben wir uns gedacht, es gibt eine bestehende Gasinfrastruktur, 450.000 Kilometer in Deutschland. Es gibt die Gasspeicher. Die könnten wir darüber erschließen, dass wir den Wasserstoff kombinieren mit einem CO2-Molekül, das aus Biogasanlagen oder wo auch immer oder aus der Luft herkommt. Und dann kann ich Windgas erzeugen. Das ist das gleiche wie Erdgas, bloß es kommt aus dem Wind und deswegen habe ich es Windgas getauft. Der Name wurde auch von Greenpeace Energy übernommen und auch von E.ON. Und dann kann ich die Energie speichern, transportieren und wieder Gas draus machen oder Strom draus machen über ein Gaskraftwerk. Wo ist der Nachteil? Der Nachteil ist natürlich, dass ich viel Energie verliere. Es ist nur halb so effizient wie ein Pumpspeicher. Wenn ich die Wärme nicht nutze, wenn ich die Wärme nutze, nur ein Drittel so ineffizient. Aber der Preis, ja? Die meisten Sachen sterben nicht an dem schlechten Wirkungsgrad, sondern an der fehlenden Wirtschaftlichkeit. Und so ist es halt momentan auch mit Power to Gas. Das Gas aus Russland kostet noch, und ich betone noch, nur ein Zehntel von dem Gas, was wir selber in Deutschland herstellen. Aber das kann sich ja auch ändern. Gazprom hat angekündigt, ab 2020 kein Gas mehr über die Ukraine zu liefern. Ja, und der Riesenvorteil bei Power to Gas, ich kann auch flexibel in die Wärmeversorgung gehen, in den Verkehr. Ich kann Gas auch als Rohstoff für die chemische Industrie verwenden. Da gibt es vielfältige Sachen. Und man könnte die Kosten rapide runterbekommen, wenn man nur ein bisschen von dem Geld, was man damals in Atomenergie oder Photovoltaik gesteckt hat, investieren würde. Aber da gibt es derzeit keine politischen Mehrheiten dafür. Leider, leider. Das Ganze ist unterirdisch, das sehen Sie nicht. Das können Sie transportieren. Den Stromnetzausbau dadurch zu ersetzen, klappt aber auch nur rein technisch. Wirtschaftlich wird das bedeuten, dass wir halt dreimal so viele Windmühlen brauchen in Norddeutschland aufgrund des schlechten Wirkungsgrades. Und das macht dann die Bevölkerung in Norddeutschland wahrscheinlich auch nicht mit. Beziehungsweise wir würden es nicht bezahlen. Wir haben viele Unternehmen dazu abgeklappert, wer uns die Idee abkaufen würde bzw. übernehmen würde. Wir sind fündig geworden bei Audi, die 30 Millionen in Niedersachsen investiert haben, bei E.ON, bei vielen anderen, auch in Schwandorf stehen 2 Pilotanlagen, die Viessmann errichtet hat. Und ich hoffe, dass das in Deutschland bleibt. Die Technik wird weltweit gebraucht werden. Und ich hoffe, dass die Regulierer endlich ein Einsehen haben und zumindest für die Anfangszeit diese Anlagen von allen Abgaben befreien. Es braucht keine neuen Subventionstöpfe, sondern nur einen barrierefreien Zugang zu den Märkten. Ja, wie ist die Klimawirkung von Speichern? Nächster Punkt. Ich habe ja erzählt, dass Speicher in den 70er, 80ern errichtet wurden, um die Atomkraft zu unterstützen. Wenn Sie heute neue Speicher bauen und die einfach nur am Strommarkt agieren lassen, dann kaufen die sehr günstigen Strom ein. Das ist heute Braunkohle und natürlich auch erneuerbare Energie. Und das ist zum anderen auch Biomasse und Kraft-Wärme-Kopplung, aber sie verdrängen dann Erdgaskraftwerk und Steinkohle. Das heißt, in der Nettobilanz hätten wir, wenn ein Speicher rein marktgetrieben eingesetzt wird, ohne dass er irgendwelche Vorgaben bekommt, kurz- und mittelfristig mehr Klimagase in der Luft als wie ohne Speicher. Und dem muss man auf alle Fälle begegnen.
Wenn Sie im Umkehrschluss aber halt auf sehr hohe Anteile erneuerbarer Energien gehen, dann sehen wir, dass es letztendlich zu einer Treibhausgasverminderung führt, weil dann der Speicherstrom, der Mix, der in den Speicher hineingeht, letztendlich zu überwiegenden Teilen aus erneuerbaren CO2-armen Technologien und Strom besteht. Und dann verdränge ich Erdöl und Erdgas. Das heißt, es wird sich lohnen, für das Klima Speicher zu errichten. Ja. Und das ist eine deutschlandweite Betrachtung, die wir im Verein Deutsche Elektrotechniker gemacht haben vor 4, 5 Jahren. Wenn Sie heute in einem Gebiet wohnen mit Anteilen von über 80% erneuerbaren Energien, dann ist es definitiv so, dass sich heute auch ein Speicher lohnt zum Klimaschutz. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn Sie den jetzt bei einer Braunkohleanlage aufbauen oder wo Sie sehr viel Braunkohlestrom haben, dann ist es eben umgekehrt der Fall, dass er keine Klimaschutzwirkung hat, keine positive. Deswegen sage ich immer wieder, früher wurden die Pumpspeicher oder auch andere Speicher optimiert für den Einsatz von Kern- und Braunkohlekraftwerken. In Zukunft muss der Betrieb im Takt von Wind und Sonne erfolgen. Sonst haben wir hier auf der ökologischen Seite, von der Klimaschutzseite, keine positive Auswirkung auf das Klima. Und dann gibt es über diese Klimaschutzwirkung hinaus noch viele weitere ökologische Aspekte, wozu ich aber leider nicht der Experte bin. Ich bin kein Ökologe. Ich kann das nicht einschätzen, wie das in Veränderungen im Landschaftsbild ist, wie das sich auf die Artenvielfalt auswirkt. Dazu bin ich nicht sprechfähig, will ich auch nicht sein, weil ich da einfach nicht den beruflichen Hintergrund habe. Ich kann nur so viel sagen, dass diese ökologische Einschätzung so individuell wie der Standort selbst ist. Nehmen Sie jetzt das Beispiel Pumpspeicher Riedl. Da wird nur ein Speichersee errichtet. Es ist relativ nahe am Fluss und als Unterbecken dient die Donau. Und es ist bereits an der vorhandenen Infrastruktur, da brauche ich keine neuen Leitungen ziehen, da ist eigentlich alles vom Standort vorhanden. Das ist also ein geringerer Eingriff in die Landschaft, als wenn Sie jetzt bei Ihnen am Osser eigentlich den kompletten Berg umbauen, der bisher sehr stark touristisch genutzt wurde und von allen Bergen im Bayerischen Wald noch weitgehend verschont geblieben ist. Das ist auch was anderes wie der im Jochberg in den Alpen. In den Alpen finde ich die Debatte von der Ökologie immer sehr interessant. Es gibt viele Proteste gegen Pumpspeicherwerke in den Alpen. Aber sobald dann ein Speichersee für die Beschneiungsanlagen der Skipisten errichtet wird, gibt es nicht so viel Widerstand. Und da wird vielleicht auch ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Also schlussendlich, ich kann das nicht bewerten. Es ist absolut abhängig von der Situation vor Ort. Ja, kommen wir zu der Einschätzung des Speichermarktes. Der Speichermarkt an sich, es gibt zwei Märkte. Erstens, Sie können Ihren Strom an der Börse einkaufen und verkaufen. Oder zweitens, Sie können das Stromnetz stabilisieren und da am Markt teilnehmen. Beide Märkte sind heute leider nicht wirtschaftlich für Speicher. Und das möchte ich Ihnen zeigen. Pumpspeicher wurden, die meisten wurden dazu gebaut, dass sie halt in der Nacht, wenn der Strom günstig ist, also viel Atom- und Braunkohlestrom da ist und keiner diesen Strom braucht, Energie einspeichern, also pumpen, und tagsüber, wenn der Strombedarf sehr hoch ist, wieder Strom liefern. Das hat wunderbar funktioniert. Hier habe ich eine Darstellung von 50 Hertz. Das ist ein Netzbetreiber in Ostdeutschland, so ähnlich wie bei uns Tennet oder eher Netze früher, die halt das auch aufgezeigt haben. Also es gab da eine deutliche Preisspanne, sowohl im Winter als auch im Sommer, zwischen Tag und Nacht. Diese Preisspanne ist jetzt weitgehend verschwunden, weil wir tagsüber so viel Solarenergie haben, dass dass einfach der Preis im Keller ist. Es kann sich langfristig in 10, 20 Jahren wieder umdrehen, dass wir dann, wenn wir sehr viele Photovoltaikanlagen haben, tagsüber ganz niedrige Preise haben und in der Nacht sehr hohe. Aber derzeit ist es halt so, dass selbst bestehende Pumpspeicher nicht im Geld sind und Probleme mit der Wirtschaftlichkeit haben. Ja, und deshalb weichen viele Speicherbetreiber auf den zweiten Markt aus, und das ist auch so geplant bei dem möglichen Pumpspeicher am Osser. Die versuchen, auf dem Regelleistungsmarkt zu gehen. Das ist der Markt, wo quasi sehr, sehr kurzfristig das Stromnetz stabilisiert wird. Und da hat es früher sehr viel Geld gegeben. Und mit dem zukünftigen Ausbau erneuerbarer Energien steigt hier auch auf der einen Seite der Bedarf. Ja? Weil desto mehr Wind- und Sonnenanlagen installiert sind, desto mehr Fehler haben wir in der Prognose und das steigt an. Leicht, aber es steigt an.
Jetzt gibt es aber da viele, viele Konkurrenten in diesem Gebiet und man hat die Regelgebiete zusammengefasst, die Preise sind gefallen auf diesem Markt und man will jetzt auch europaweit kooperieren. Es kommen da auch neue Akteure mit ins Spiel, wie die Wärmespeicher oder die Batteriespeicher. Das heißt, der Markt ist sehr, sehr stark umkämpft und von daher ist diese Entwicklung auch unsicher. Und ich würde aus heutiger Sicht nicht das Geld darauf verwetten, außer ich habe einen sehr effizienten und kostengünstigen Speicher, aber das ist bei den Pumpspeichern in der Regel halt nicht der Fall, weil die Konstruktion doch sehr aufwendig ist und lange dauert und viele Investitionen damit verbunden sind. Ja, zum Vergleich, hier eine schöne Grafik, in der Sie sehen, wie viel kostet mich eigentlich die Energiespeicherung und über welchen Zeitraum betrachte ich das. Wenn ich jetzt ganz schnell ein- und ausspeichere, was Sie an diesem letzten Regelleistungsmarkt auch brauchen, dann sind Batteriespeicher heute schon günstiger wie Pumpspeicher. Ja. Erst wenn Sie in einen Bereich gehen von 1, 2, 3, 4, über 5, 6 Stunden, dann sind hier, also das die Batteriespeicher sind hier in grün aufgezeichnet. Ja. Also sehr kurzfristig Energie zu speichern ist sehr teuer, aber so in dem Bereich, wo wir es brauchen, sind Batteriespeicher sehr, sehr kostengünstig. Und dann, wenn Sie sehr viel Batterien kaufen müssen, dann wird es wieder sehr teuer. Ja. Aber in dem kurzfristigen Bereich sind Batteriespeicher sehr interessant. Wenn Sie jetzt Pumpspeicher sehen, dann sind die sehr konkurrenzfähig im Bereich von 6, 7, 8 Stunden heute. Ja. Wenn Sie dann auf eine Woche gehen möchten, dann gibt es auch fast keine Standorte mehr, die diese Kapazitäten aufnehmen können. Und da kommen dann interessanterweise Power-to-Gas-Speicher mit ins Spiel. Die sind absolut unwirtschaftlich als Kurzzeitspeicher, aber halt in dem langen Speichersegment, weil halt die Speicherkapazität an sich nichts kostet, sind die sehr wohl konkurrenzfähig. Also wenn es um Wochen und Monate geht, ist Power-to-Gas der günstigste Speicher, den es gibt für Strom. So. Und jetzt haben wir aber, das sind aktuelle Batteriepreise und die fallen aber mit 20% jedes Jahr, gehen die in den Keller und von daher ist zu erwarten, dass halt in Zukunft diese grüne Kurve in den Bereich der gelben Kurve fällt. Das heißt, dass Batteriespeicher wirklich eine ernste Konkurrenz zu Pumpspeicher sein werden und ja, das wird dann der Markt zeigen, was sich durchsetzt. Kommen wir zu dem letzten Punkt, die Energiewende lohnt sich, beziehungsweise auch zur gesellschaftlichen Dimension. Die Energiewende lohnt sich, kostet uns weniger als der konventionelle Pfad. Es heißt immer, es ist alles viel zu teuer. Und ich habe Ihnen auch gerade gesagt, dass Pumpspeicher nicht wirtschaftlich sind derzeit. Langfristig schaut es etwas anders aus. Wind- und Solarenergie wären sehr günstig. Wir brauchen Ausgleichsmaßnahmen. Das Rennen ist offen, welche Technologie unter diesen Ausgleichsmaßnahmen das Rennen machen wird, aber es ist langfristig auf alle Fälle wirtschaftlich. Ja? Und wir hängen hier am CO2-Ausstoß, ich schwitze heute auch, heute ist ein sehr heißer Tag, und sagen aber nein, es ist alles noch viel zu teuer. Es ist es nicht. Ja? Ich möchte es Ihnen zeigen. Es ist ein Mythos in der Gesellschaft, der durch geschickte Lobbykampagnen platziert wurde, dass Ökostrom ganz teuer ist. Wenn Sie sich die Preise an der Börse anschauen, vor 10 Jahren, 2001, 2005, dann waren die hier unten. Dann sind sie zwischenzeitlich stark angestiegen, 2009, und jetzt sind sie wieder stark gefallen. Das haben wir dem Ausbau erneuerbarer Energien zu verdanken. Wenn wir nicht so viel Wind- und Solaranlagen installiert hätten, dann hätten wir neue Kohlekraftwerke bauen müssen, neue Gaskraftwerke, und dann wäre der Strompreis noch mehr angestiegen, als es heute ist. Wer hat profitiert davon? Natürlich die Industrie, die sehr günstig an der Börse einkauft, die stromintensiven Betriebe. Die zahlen aber nicht die EEG-Umlage, also die Finanzierung der Energiewende. Und das ist das Gemeine. Es ist politisch so akzeptiert, weil halt die entsprechende Interessensvertretung so gut ist, dass man de facto die stromintensive Industrie quersubventioniert aus Haushalt, Kleinindustrie und Gewerbehandel, Dienstleistung heraus. Ja. Also die energieintensive Industrie profitiert massiv. Wir haben mittlerweile Klagen aus den Niederlanden, dass da Industrien über den Jordan gehen, weil die energieintensive Industrie so hoch subventioniert wird durch diese Privilegien. Aber das ist ein Mythos, dass Ökostrom teuer ist. Er macht die Energieversorgung günstiger. Und insgesamt haben wir weltweit den Trend, das Rennen ist gelaufen. Wind- und Solarenergie sind günstiger als ein neu gebautes Kohle-, Gas- oder Kernkraftwerk.
Biogas und Geothermie ist nach wie vor sehr teuer. Was nicht enthalten ist, sind natürlich bei Wind- und Solarenergie die Speicherkosten, aber bei den fossilen und Kernkraftwerken sind die Kosten für die Entsorgung nicht enthalten. Wenn wir das alles hinzurechnen, ist es aber de facto so, dass Wind- und Solarenergie nach wie vor am günstigsten sind, ja, und auch weiter in den Preisen fallen werden, wohingegen die ausgereichte Kernkraftwerkstechnik in Großbritannien, in England, wurden da jetzt Subventionen beantragt, die weit über dem liegen, was heute eine Photovoltaikanlage bekommt, und zwar für 35 Jahre inflationsbereinigt. Das heißt, Kernkraft kostet letztendlich 1 Euro pro Kilowattstunde, das ist die teuerste Stromform, die wir uns je geleistet haben, wenn wir die Entsorgungskosten mitrechnen. Und von daher, wie schon gesagt, weltweit rückläufig, der Schalter ist umgelegt auf Wind- und Solarenergie. Und jetzt fragt sich natürlich, ja, wie lösen wir das Speicherproblem? Also in den 70er Jahren haben wir strategische fossile Reserven angelegt, als wir autofreie Sonntage hatten, weil wir in einer Ölkrise waren. Und dann haben wir gesagt, egal was es kostet, wir legen hier eine strategische Reserve an. Ich würde empfehlen, das auch wieder zu machen für erneuerbare Reserven. Ich bin dazu auch oft in Brüssel, weil Reserven bedeuten Versorgungssicherheit. Und hier sind sie die Gasspeicher europaweit aufgetragen. Und das, was wir heute halt machen, ist, dass wir ganz viel fossile Energie importieren für sehr viel Geld. Aus aller Herren Länder, in denen wir alle zusammen nicht wohnen möchten, die auch nicht unsere Werte teilen. Und was geben wir denen im Gegenzug dazu? Natürlich relativ viel Geld. Also wir exportieren Euros noch und nöcher. Und das muss nicht so bleiben. Wenn wir die Energieversorgung wieder heimisch machen, dann hätten wir sehr, sehr viele Vorteile. Merken Sie sich diese Zahl. 1 Milliarde Euro importieren wir, geben wir aus, jährlich für den Import von Primärenergie. Wenn wir dieses Geld aufsummieren, in 10 Jahren verbrennen wir also eine Billiarde Euro. Wenn wir das Geld in erneuerbare Energien und Infrastrukturen wie Netze und Speicher stecken würden, dann wäre das eine attraktive Kapitalanlage. Und das sehen Sie an der folgenden Darstellung. Hier haben wir die Kosten in Milliarden, die wir uns einsparen. In grün ist das, was wir an fossilen Energieimporten einsparen, was wir an Geld im Land Deutschland behalten. Und hier unten auf der Minusseite sehen wir das, was wir investieren müssen. Und da haben wir die Photovoltaik in gelb. Da zugegebenermaßen ist die Industrie über die Stränge geschlagen, hat zu viele Subventionen bekommen. Das ist jetzt aber eingedampft worden. Dann hier haben wir in die Windenergie, die günstige Windenergie an Land, die teure Windenergie auf Meer. Dann haben wir die Netzkosten, das ist hier in schwarz. Da sehen Sie, dass das verschwindend gering ist. Die Netze sind mit das günstigste, was wir bauen können. Das kann man zentral machen, also auch dezentral. Man kann lokale Netzzellen schaffen und sich dadurch autark machen. Es ist beides möglich. Die Elektromobilität ist ja auch mitfinanziert. Die ist noch teuer, aber die ist eine sehr, sehr gute Technik, um den Verkehr effizienter zu machen. Dann brauchen wir natürlich auch die Speicher. Hier in gelb, hier in Form von Windgas. Wir brauchen die Wärmepumpen für eine effiziente Wärmeversorgung. Und die Gebäudeisolierung und dann natürlich auch die Kapitaldeckungskosten. Und nach diesem Szenario haben wir volkswirtschaftlich eine Rendite von 4-7%. So, und jetzt ist es Aufgabe der Politik, diese Erkenntnisse aus der Wissenschaft, dass es technisch funktioniert, dass es volkswirtschaftlich, makroökonomisch Sinn macht, umzusetzen, sodass es sich auch betriebswirtschaftlich lohnt. Und dann haben wir in Deutschland die Chance auf eine Dekarbonisierung, den Ausstieg aus Kernenergie, Kohle, Öl und Gas, so wie es die Kanzlerin und der Papst fordern, innerhalb der nächsten 30, 40 Jahre. Also das ist möglich und auch wirtschaftlich. Was absolut vernachlässigt ist in den ganzen Debatten, das müssen Sie sich vorstellen, da sitzen Politiker zusammen mit Wirtschaftsvertretern, mit Wissenschaftlern in wohl beheizten oder gekühlten Räumen in Berlin und debattieren das Ganze aus. Aber die Menschen, diese Entscheidungsträger in Berlin vergessen und in Brüssel vergessen oft die gesellschaftliche Dimension vor Ort. Und das ist bisher das größte Manko an der Energiewende, dass wir Politiker und gesellschaftliche Akteure brauchen, die das Ganze auch erklären. Und was haben wir für gesellschaftliche Strömungen? Wir haben einerseits im Grundgesetz den Auftrag, dass der Staat die natürlichen Lebensgrundlagen schützt. Wir haben zum Zweiten auch die Kirchen, die dieses Jahr auch sowohl evangelische als auch katholische Kirche und auch andere halt das Thema Klimawandel immer wieder auf die Agenda setzen, zuletzt beim Hungertuch in der Miseria-Aktion 2015 in diesem Jahr. Und der Papst, ich empfehle Ihnen die Lektüre der Enzyklika Laudato Si.
hat uns klipp und klar gesagt, also das, was bisher von den politischen Entscheidungsträgern gemacht wurde, laut Papst, ist eigentlich nur Augenwischerei. Da braucht es ein deutliches Bekenntnis zum Ausbau erneuerbarer Energien, zum Bekämpfen von Klimawandel. Dazu gehört auch der Ausbau der Speichertechnologien. Und er sagt halt, es ist ein Verbrechen gegen die Natur zu begehen, wie den Klimawandel ist eine Sünde gegen uns selbst und gegen Gott. Und da muss ich natürlich immer sagen, ja, wem diene ich? Für mich als Katholik, als persönliche Einschätzung, ist das schon immer ein Thema, diene ich jetzt Gott oder dem Mammon, also Gott oder Geld. Und wenn ich nur dem Geld diene, werde ich definitiv nicht glücklich. Und das ist halt nur eine Dimension in unserem Leben und bei weitem nicht die entscheidende. Wenn Sie jetzt mit dem Papst nicht viel anfangen können, dann können Sie den Bestseller von Dalai Lama nehmen aus dem Bücherregal, der ein wunderbares Buch verfasst hat, Ethik ist wichtiger als Religion, der uns darin sagt, zusammen mit Herrn Franz Alt, den ich auch gut kenne, der Klimawandel ist nur global zu lösen, Egoismus, Nationalismus und Gewalt sind der falsche Weg. Die wichtigste Frage, wie können wir einander dienen? Ja. Und ich glaube, dass es Dimensionen gibt, die über die Ökonomisierung des Lebens hinaus gibt, dass es Dimensionen gibt, die viel wichtiger sind als ja, die wirtschaftliche Dimension. Und das hat auch eine Wirtschaftszeitung wie The Guardian entdeckt. Der hat gesagt, okay, die Entscheidungsträger dieser Welt werden so massiv von der Energie- und Wirtschaftslobby bearbeitet, dass sie wahrscheinlich in Paris auch wieder nichts zustande bekommen, dass es kein UN-Abkommen gibt, wie auch immer. Von daher, liebe Investoren, zieht einfach euer Geld daraus zurück. Ja? Und das ist die Kampagne Keep it in the ground. Lassen Sie bitte die fossilen Energieträger im Erdboden drin. Und dem sind jetzt die Rockefeller Stiftung, die Ölstiftung in den USA gefolgt. Der größte Fonds weltweit, der norwegische Staatsfonds, hat sich dem auch angeschlossen. Und wenn sie einfach kein Geld mehr geben für die Erschließung neuer Öl- und Gasfelder, neuer Kohlefelder, dann wird da auch nichts mehr gefördert. Also ich glaube, das ist fast der beste Weg und den können Sie auch persönlich wählen, diesen Weg, indem dass Sie einfach eine Bank wählen, die sagt, ich stecke mein Geld nicht in Kernenergie und Kohlekraft. Gibt es die GLS-Bank. Oder auch andere, Ökobank. Oder sie sorgen halt dafür, dass sie selber Grünstrom beziehen, ja, und kein Geld mehr ausgeben für fossile Energie. Also das gibt hier viele schichtige gesellschaftliche Strömungen. Und was mir immer sehr wichtig ist, dass uns bewusst ist, dass dieses Ende des fossilen Zeitalters die Energieversorgung wieder an die Oberfläche bringt. Das heißt, es wird da auch gesellschaftliche Opfer benötigen. Man kann nicht gegen alles sein, man kann nicht sagen, ich will keinen Pumpspeicher, ich will keine Windkraftanlage, keine Solaranlage. Das ist so ungefähr, wie wenn Sie sagen, ich möchte jeden Tag frische Kartoffeln auf dem Tisch haben, aber ich akzeptiere nicht, dass sie von meiner Nase angebaut werden und ich akzeptiere auch nicht, dass sie übers Land transportiert werden oder irgendwo gespeichert werden. Also, da müssen wir ehrlich sein, über Jahrtausende war unsere Energieversorgung rein erneuerbar und sie war rein oberirdisch. Wir haben das Holz gefällt, wir haben die Biomasse angebaut, die Pferde gefüttert, selber davon Nahrung genommen. Wir haben die Wasserkraft genutzt, die Windenergie, um nach Amerika und Asien zu kommen über die Schiffe. Wir haben die Solarenergie genutzt. Jetzt über einen kurzen Zeitraum ist die Energieversorgung unterirdisch geworden. Ja? Wir haben Sachen ausgegraben und verbrannt. Weltweit. Und enormen Schäden auch für die Umwelt. Und das wird sich langfristig ändern, egal welcher Landespolitiker da gerade in der Führungsposition ist. Langfristig läuft der Trend hinaus, dass wir wieder 100% erneuerbar sind und damit wieder oberirdisch sind mit der Energieversorgung. Wir werden alles sehen, was wir verbrauchen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir weniger Energie verbrauchen und energieeffizienter werden. Ja. Da können Sie zu Hause Ihre Steckdosenleisten installieren, effiziente Geräte kaufen, weniger mit dem Auto unterwegs sein, mehr mit dem Fahrrad. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. Ja, und zu guter Letzt, Energiewende ist ein Gemeinschaftswerk. Es wird nicht alleine durch die Wirtschaft, die Wissenschaft oder die Politik entschieden. Die gesellschaftlichen Voraussetzungen sind, dass wir als Wissenschaftler, als Politiker, als Entscheidungsträger in Wirtschaft und Gesellschaft entsprechendes Verhalten zutage bringen. Und ein vorbildliches Verhalten, das kennen Sie, wenn Sie selber Kinder haben, die machen das, was Sie machen. Und wie Sie die erziehen, so verhalten die sich. Von daher ist es auch sehr, sehr wichtig, dass Sie alle gesellschaftlichen Schichten mit einbeziehen und beteiligen. Das war sehr, sehr gut im Bayerischen Energiedialog, veranstaltet vom Bayerischen Wirtschaftsministerium. Es ist aber auch wichtig, dass Sie dann die Konzepte umsetzen und den Menschen das Ganze erklären. Und daraus wird dann auch eine Akzeptanz reifen. Ja. Und es gibt Bürgerbeteiligung für Stromtrassen, es gibt Bürgerbeteiligung für Windparks, für Speicher. Es gibt ein Stadtwerk in Hessen, das jetzt
gesagt habe, wir bauen Windpark und Solarpark, wer will sich beteiligen? Wir haben jetzt 700 Kunden gebunden. Die Leute freuen sich, wenn sich das Windrad dreht, weil dann wissen sie, dass sie ihre Rendite von 5-6% haben. Das ist weit mehr, als sie heute auf dem Konto bekommen an Rendite. Aber für mich ist auch wichtig, dass das, wenn es kommunal, also wenn es gesellschaftlich umsetzbar sein soll, dann sind wir bei den Kommunen, dann sind wir bei der lokalen Dimension vor Ort. Und deshalb ist die Umsetzung auf kommunaler Ebene so entscheidend. Aber derzeit ist das ganze Regelwerk nach wie vor auf die großen Energieversorger gemünzt. Und es gibt bisher keine Handhabe, dass sie sagen, ich mache jetzt lokal vor Ort Stromhandel. Da muss eine Anpassung von den Energiewirtschaftsgesetzen notwendig sein. Und dann kann ich auch lokal so ein Konzept aufsetzen, wo sich auch Speicher lohnen und die Menschen vor Ort selber den Strom erzeugen und damit auch unabhängiger werden vom Ausland und von etwaigen Stromtrassen. Für ganz Bayern und Deutschland bedeutet die Energiewende ein Programm zur Wohlstandssicherung, ein Programm gegen den demografischen Wandel. Es ist entscheidend für uns, für den wirtschaftlichen Erfolg, weil Energie einfach eine Basis ist für die Wirtschaft. Wir brauchen hier hochkomplexe Technologien und unsere kommenden Generationen werden es uns danken, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben, weil es letztendlich zum Wohle aller ist. Ja, dann bin ich bei der Zusammenfassung. Die Energiewende erfordert auch eine Speicherwende. Ich habe über viele Themen geredet, aber es ist ganz wichtig zu erkennen, dass die Energiewende nicht ohne Speicher funktioniert. Wir brauchen hier erneuerbare Reserven. Wir haben hier die Chance der Entwicklung neuer, hochkomplexer technischer Systeme. Und wir müssen die fossilen Speicher langfristig durch erneuerbare Speicher ersetzen. Die Speicher gibt es in einer Vielzahl. Ich kann aber heute nicht sagen, welche Technik sich durchsetzen wird. Ja? Und ich glaube, dass jede Technik nach ihren Anwendungen und technischen und gesellschaftlichen Möglichkeiten ihre Umsetzung findet. Die Pumpspeicher sind halt stark in Konkurrenz zu den Batteriespeichern, zu Power-to-Heat, zu Wärmespeichern, zum Lastmanagement. Also das ist wirklich, da braucht man einen tollen Standort, der sich wirklich lohnt. Und das zu beurteilen, auch am Ossa, bin ich leider nicht in der Lage. Aber ich kann Ihnen nur sagen, dass allgemein derzeit halt Pumpspeicher sehr stark in Konkurrenz stehen und selbst die bestehenden Pumpspeicher derzeit nicht wirtschaftlich arbeiten. Und ja, das ist dann wieder abhängig von der Situation vor Ort. Aber das ist das, was wir halt sehen, dass das derzeit einfach nicht wirtschaftlich ist. Und entscheidend für die Klimawirkung von Speichern und Elektromobilen und Wärmepumpen ist der Strombezug. Woher kommt der Strom? Nur erneuerbarer Strom hilft hier wirklich, Klimaschutz zu betreiben. Und ja, ich habe schon ein bisschen vorweggenommen, Ihre Frage war ja, wie wirtschaftlich sind Pumpspeicher, deshalb nochmal explizit dazu. Heute an dem Strommarkt, wo ich zwischen Tag und Nacht Energie hin und her schaufle, ist es derzeit und absehbar nicht gegeben, zumindest auf den nächsten 10, 15 Jahre nicht. Aus heutiger Sicht immer dazu gesagt, am Regelleistungsmarkt, also dem kurzfristigen Strommarkt für die Stabilisierung der Stromnetze, sehen wir auch deutlich mehr Teilnehmer und Konkurrenten, da ist die Zukunft relativ ungewiss. Das hat sich massiv gewandelt zu vor 5 Jahren. Ja. Und die stärkste Konkurrenz sind einfach Batteriespeicher. Die sind momentan global dermaßen am Kommen, dass die Preise stark fallen und wir einfach überhaupt nicht abschätzen können aus heutiger Sicht, welche Technologie sich hier letztendlich wirtschaftlich durchsetzt. Ja, und zu guter Letzt, die Energiewende lohnt sich. Sie ist aber nur machbar, wenn man die Gesellschaft mitnimmt. Das ist bei allen Projekten das A und O. Frühzeitige Information der Bürger, Einbeziehung über Information, über finanzielle Beteiligung, über Mitbestimmung. Und wenn Sie den Speicher oder die Windkraftanlage oder Solaranlage zum Teil Ihrer Gemeinde machen und Ihrer Gesellschaft, dann ist er auch voll akzeptiert. Und ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, Sie haben was mitnehmen können und wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren. Hier ist mein Kontakt. Wenn Sie sagen, das war mir noch lange nicht genug, lesen Sie, wie gesagt, in unserem Buch nach. Da haben wir sehr, sehr viel darüber geschrieben. Die Situation ist wie immer nicht schwarz-weiß. Ich hoffe, Sie haben jetzt hier auch aus Sicht der Wissenschaft, aus meiner Sicht muss ich dazu sagen, es gibt auch Kollegen, die das anders diskutieren, etwas eine Grundlage für Ihre Entscheidung und ja, ich drücke Ihnen die Daumen für einen weiteren Weg. Nehmen Sie das mit. Energiewende ist ein Gemeinschaftsweg. Wir werden die Energieversorgung wieder sehen. Aber wir müssen auch vor Ort miteinander entscheiden, was wir davon miteinander machen und was nicht. Genau. In dem Sinn, bis demnächst.